Hello, this is Nerim. So, I just got through Mines of Moria, basically, and then took a trade. Let's see what's outside. Selten trifft es sich, dass der Seelenzug in der Welt der Lebenden zum Stehen kommt. Und noch seltener steigt jemand aus ihm aus. Wer seid ihr, Fremder? Yeah, I have a star map for the king. Ihr kamt aus der Unterwelt emporgefahren und genießt deshalb unser Vertrauen. Wir schätzen das, was unter uns liegt, fast genauso hoch wie das über uns. Ich führe euch zum König des Sternenvolkes. Er mag entscheiden, ob ihr unserem Vertrauen gerecht werdet. Kommt hinter mir her. Wir gehen nun durch die größte Halle des Sternenvolkes, durch Anku Medrotikep Masudestrivo. Oder Anku, wenn ihr euch den vollen Namen nicht merken könnt. Anku it is. Is it a joke? Anku ist die größte und prächtigste Halle des Sternenvolkes in Nerim. Und leider auch die einzige, die noch bewohnt ist. Unser Volk ist sehr geschrumpft. Umso schneller wollen wir diese Welt wieder verlassen und in den Sternen ein neues Zuhause finden. Huh, I guess the Germans are making fun of themselves for freakish little words. Anku ist die größte und prächtigste Halle des Sternenvolkes in Nerim und leider auch die einzige, die noch bewohnt ist. Unser Volk ist sehr geschrumpft. Umso schneller wollen wir diese Welt wieder verlassen und in den Sternen ein neues Zuhause finden. Mhm. Anku ist die größte. Okay. It's actually quite big. Okay, he waits for me, so. Schaut euch nur um. Wir sind jederzeit offen für Besucher. Nur leider denkt die ganze Oberwelt, wir seien grimmige, verschlossene Bergarbeiter. Und bleibt uns deshalb lieber fern. Okay. Die schärfsten Schwerter. We are gonna be best friends soon, don't worry. Okay, joking or sink? Repair my shit. Thank you. Pickaxe? Come on, pickaxe. Nobody ever sells a pickaxe. It doesn't weigh anything, so I'm gonna keep it. Might look cool. Spellbreaker. Spell up. Yeah. Might actually wear that. It's heavy armor though. I'll stick with this one. I'm gonna keep it in my stash though. Fire shield now. Nah, I don't need this anymore.
Let's keep this report. I don't know if it's for some quest or something. Basket, okay. Yeah, I'm gonna slowly pile up these crafting materials. I don't know if I need diamond for crafting, but let's keep it anyway. I don't need the money. So eventually I'm gonna craft, I guess, to experience the endgame content. Okay. I'm gonna have a look down here first. Oh, he's going there. Hi, slow. Slow. She's pretty fast, but I'm faster. Can I fall through this? Nah. Oof. Okay, I guess that's the king. Wheat. Is that wheat beer? I hate wheat beer. Dort vorn sitzt der König des Sternenvolkes. Redet ihn mit König an. Zwar hat er natürlich auch einen Namen, doch der ist noch um einiges länger als der volle Name Ankus. Ich brauche ihn euch nicht erst zu nennen. Das wäre Zeitverschwendung. The Star King. Okay. Lasst mich euch anschauen. Ah ja. Zugunglück. Das war vor 17 Jahren. Damals war ich auch das letzte Mal in Kabaet. Dort kaufen wir immer unser Bier und mit dem Bier feiern wir lustige Feste. Und Feste bringen Freude. Ach, ich verstehe. Ihr seid ein Freudenbringer. Das habe ich doch gleich gesehen. Ihr habt so einen verschmitzten Teint auf eurer Haut wie einer meiner Großväter dritten Grades. Aber exakt so. Nun, ihr möchtet doch etwas, nicht wahr? Möchtet ihr erhalten oder möchtet ihr geben? Nah, you can take this crap. I don't think I can sell it anyway. Potzblitz, ein Faultier! Mein entfernter Neffe ist so ein Faultier. Und er hat eine Frau, die hatte neulich einen Eisprung. Viel besser klingt aber Ursprung. Und unser Ursprung sind die Sterne. Lasst mich nachdenken. Die Sterne findet man mit einer Karte. Dies ist eine Sternenkarte. Fabelhaft. Nicht nur eine Sternenkarte, sondern die Sternenkarte. Die Karte, die wir brauchen, um in den Himmel aufzufahren und in das Land unserer Urahnen zurückzukehren. Und ihr bringt sie mir? Wahrlich, ein Freudenbringer seid ihr mir. Was ihr auch wollt, wir werden es für euch tun. Wollt ihr etwas? What could I possibly want? World peace? No. Not an option. Wahrlich, das wird gerade belagert, wie ich hörte.
Geschieht den Gaunern da ganz recht bei den Bierpreisen, die wir immer abdrücken müssen. Da wollt ihr hin? Na bitte. Geschmäcker sind verschieden. Hey, Heimann! Bring doch diese nette Oberweltlerin wieder nach oben. Zeig ihr den Geheimpfad, ach ja, und führ sie gleich noch am dicken Erwin vorbei. Wie ihr befehlt, mein König. Na dann kommt. Wir sind hier ziemlich tief im Berg, aber es gibt ja genügend Möglichkeiten zur Beförderung. Ich führe euch zu einem kleineren Bahnhof gleich hier in der Nähe. Bitte alles einsteigen. Nächster Halt. That is a shit train. Ah, okay. Da ist er, der dicke Erwin. Um ehrlich zu sein, ich finde diesen Namen schrecklich. Der König hat ihn sich während eines Festes ausgedacht. Früh morgens, wohlgemerkt. Es ist ein Sternenschiff, wisst ihr? Damit kann unser Volk bald in den Himmel aufsteigen und dahin zurückkehren, von wo die Altvorderen einst kamen. Bisher hatte uns noch eine Karte zur Orientierung im Weltraum gefehlt. Aber dank euch haben wir die nun. I think it's a good name. Jetzt kommt weiter. Der Ausgang ist gleich da vorne. Okay. Let's see, what could I possibly steal around here? Pickaxe! I'm stealing though. I'm still really glad. I'm gonna take the shovels too. Somehow I keep digging graves. And you? Oh. Oh, he had a sword, but I can't loot him. Ooh, thank you. That is a huge hammer, actually. Ich bin gerade auf der Durch. Anything? Nope.
guess that's it. Just didn't want to interrupt the music. Der König hat gesagt, ich soll euch den Geheimpfad zeigen. Das ist ungewöhnlich, denn diesen Pfad kennen nur wir vom Sternenvolk. Aber Befehl ist Befehl. So wie es aussieht, ist dieser Pfad momentan ohnehin der einzige Weg in die Nordstadt hinein. Hinter dem Dickicht beginnt der Pfad. Er ist sehr schmal, also gebt Acht. Er endet direkt in der Feste von Kabaeth, um genau zu sein, im Arbeitszimmer des Heerführers. Ich bin mir sicher, dass ihr dort sofort empfangen werdet, ob das nun gut ist oder nicht. Dann lebt wohl. Vielleicht sehen wir uns nie wieder, denn schon bald wird das Sternenvolk zu seinem Ursprung zurückkehren. Zwar weiß ich nicht, was genau ihr vorhabt, aber trotzdem wünsche ich euch viel Glück. Okay. I'm gonna continue on the main quest, but I'm gonna leave a mark here. Because it's a nice place to leave a mark. Far from any place I've ever been, so might explore this area later. What? Fuck this. I'm still in the quest, I guess. Dann lebt wohl. Mark it. What now? Well, these are really tough for 220 XP. Yep, I turned it up because the game was easy, but it's still not hard, it's just a bit more tanky opponents, I guess. Well, at least it forces me to use sneak attacks or, you know, be more tactical, so I'm gonna keep it on 100, I guess, for the rest of the game. Come on. What? Where's my arrow? God damn it. It's like the wolves had a party with the rabbits here. It has to be a secret. City of Kabaeth. Just gonna go straight there.
It's because I can't mark any place right now, which is a bit annoying actually. This leads completely somewhere else. I wanna explore this so badly, but I can't place a mark, it's annoying. Oh well. Into the city, I guess. Is a nice view. Wish the weather was better. Hello? Oh shit. GG. Yeah, I can't move, by the way. Wen haben wir denn da? Jemanden, der aus dem verborgenen Gang der Zwerge entschlüpft ist, wie? Glück für euch, denn dies bedeutet, dass ihr nicht zu des Kanzlers Männern gehört. Die Zwerge sind zu neutral, als dass sie ihre Geheimnisse irgendwelchen Soldaten anvertrauen würden. Ihr dagegen steht wohl in der Zwergengunst, wie? Nicht schlecht. Nun, da ihr den beschwerlichen Weg hierher sicherlich nicht ohne Grund auf euch genommen habt, nehme ich an, dass ihr mit unserem Anführer Taranor sprechen wollt. Ich bin sein Herrführer und Berater. Und ihr seid gerade in meinem Arbeitszimmer. Es macht mich immer etwas nervös, dass dieser Geheimgang ausgerechnet hier mündet. Doch jetzt hat es ja doch sein Gutes. Taranor befindet sich nur eine Tür weiter. Folgt mir bitte. Okay. Can I just steal some shit first? You. Actually, I'm not after the money, but I'm pretty close to 1,000 stolen items. Ah, come on, game. Why you do this to me? I really hope there is an achievement for 1,000 stolen items. Keine Zeit, ich bin im Dienst.
Hallo, Jon Snow. Seid gegrüßt, Freund von außerhalb. Seit die Belagerung begonnen hat, war es niemandem mehr vergönnt, meine schöne Stadt zu betreten. Bis jetzt, was führt euch zu mir? Und ein Ally against the Chancellor. Verstehe. Das alte Kloster wird belagert und Callisto will, dass ich euch dabei helfe, Aranteal zu finden und zu befreien, damit er Baratheon unschädlich machen kann. Callisto also. Nun gut, es könnte schlimmer sein. Da wir anscheinend beide denselben Feind haben, sollten wir tatsächlich zusammenarbeiten. Wenn ihr vom Orden kommt, dann könnt ihr sicherlich Magie wirken. Ich habe keine Zauberer mehr in meinen Reihen, also kommen mir eure Fertigkeiten sehr zugute. Ich helfe euch. Natürlich nur, wenn ihr auch mir eine Gefälligkeit erweist. Eine Hand wäscht die andere. Letu ulierit magonio nis jom, wie wir in unserer Sprache zu sagen pflegen. Die Belagerung meiner Stadt zieht sich nun schon viel zu lange hin. Bald schon werden wir nicht mehr genug Lebensmittel oder auch nur die Kampfmoral besitzen, um länger standzuhalten. Wenn also ein Ausfall gewagt werden soll, dann muss es bald sein. Ihr werdet mir dabei zur Seite stehen, wenn ihr Hilfe von mir erwarten wollt. Ja. Es ist einfach erklärt. In Carbide selbst gibt es nicht genügend Soldaten für einen Ausfall, aber bis vor kurzem hatten wir noch Kontakt zu einem Trupp in den Wäldern, der sich vor dem Feind verstecken konnte. Wie ich sagte, bis vor kurzem. Dass wir keine Nachrichten mehr erhalten, muss gar nichts bedeuten, oder eben das Schlimmste. Diese Soldaten gehören zu den Besten, also gehe ich davon aus, dass sie alle noch leben. Ihr und mein Hauptmann werdet ihre letzten Positionen aufsuchen, die Soldaten finden und mit ihnen die Belagerer von hinten angreifen, während wir einen Ausfall aus dem Tor wagen. Der Feind wird zwischen Hammer und Amboss kommen und zermalmt werden. Kümmert euch aber nur um die Truppen an den Tribüken und direkt vor dem Tor. Um das Heereslager anzugreifen, sind wir auch mit Verstärkung zu schwach. Ihr beide könnt über einen Abwasserkanal nach draußen gelangen. Der Hauptmann kennt den Weg. Sobald die Soldaten vor meiner Stadt besiegt sind, werde ich meinen Teil der Abmachung erfüllen und euch helfen, Aranteal zu finden und den Kanzler abzusetzen. So wie wir es alle wollen. Und nun eilt euch. Die Zeit drängt. Ja, okay. Dann steht das Ende der Belagerung also kurz bevor. Folgt mir. Wir werden zum Eingang des Abwasserkanals gehen. Ja, okay. Hey, maybe you get a teleport spell in here or something, please. We could actually use that. I'm just gonna look around a bit. Hello. Keine Zeit, ich. Fuck you. Okay, how many items do I need to steal? Forty-seven. Okay. Thank you. I hope that counts as 11. Let's see. It does actually, nice. Okay, so I guess I should only steal gold. Nah. Okay. Fuck. Over 1k and no achievement. That's just bad game design. How do you not have an achievement for stealing 1000 items? Come on.
ausprobiert. Falls ihr euch über die vielen Fahnen wundert, als Tarno uns von der Knechtschaft des Kanzlers befreit hat, wurden sie aufgehängt, um unserer Unabhängigkeit Ausdruck zu verleihen. Sie zeigen das Wappen Taranos, unseres Anführers und Erretters. Mages. Oh. Seid ihr gekommen? I have not. But do you sell any cool spells is the question. Joking and boasting, okay. Schaut euch um. Oh, I forgot to haggle with the last guy, I think. Novice? Well, it's gonna be 400, come on. I can do it. Level 4? I think I'm using level 5s by now. And no teleport spell. You, sir. Our big disappointment. Oh. Ooh, shiny stuff. I'm going to steal these at least. Get rich from here. Well, I am rich already, so fuck it. But if I wasn't, was möchtet ihr kaufen? Guess it needs to be day for me to buy shit. Okay. Wait, I guess. Hours. Coming. Ja, bitte. Wow. This? Okay. What is this crap? Teleport? Come on. Hallo. Kein Problem. Rank 4s again. Oh, thank you. 98? No, no, no. 19 is... 98 sucks. I want 100. Fuck. Really? Come on. I think this guy forgot he's a novice. What? I bought stuff for over 95 before from a novice. Bis zum nächsten. Seid ihr gekommen, um euch...
Ooh, I have actually. Ich führe. Guess I don't have any learning points. How is he holding there? I have no idea. Da sind wir. Ab jetzt müssen wir vorsichtig sein. Im Kanal gibt es ein Tor, das sich nur von dieser Seite öffnen lässt. Und ich vermute, dass der Feind auf der anderen Seite Wachen aufgestellt hat. Aber ihr seid ein Zauberer. Wir werden schon durchkommen. Okay. That is not a well-made sprite. That is a square. A castle, that's a chapel. That's a sewer. Captain Dratis. Saving, huh? Work? Not. Ich werde das Tor öffnen. Nehmt am besten davor Stellung und haltet Ausschau nach Baratheons Soldaten. Seht ihr jemanden? Es scheint niemand hier zu sein. Gehen wir weiter. Achtung! Sie sind hinter uns! My guy. Verdammte Missgeburten. Zu feige, um sich einem fairen Kampf zu stellen. Thank you. That's still good. That's some interesting armor they got.
yellow. Pretty sure this is gonna be a one shot. Oops. There's never enough money. Das wäre geschafft. Wir müssen jetzt die letzte bekannte Position unserer Soldaten aufsuchen. Ich markiere sie auf eurer Karte. Ich werde euch folgen. Wir müssen den Soldaten des Kanzlers fernbleiben. Hier müssen wir im Verborgenen agieren und uns auf keinen Fall erwischen lassen. Wenn uns jemand entdeckt, sind wir verloren. That was scary. Oh, come on, he's gonna follow me all the... Can I mark it now? I guess I don't need to because I have teleport to Kabayt anyway. Okay. Is it okay, this will be fine. Too close. Really? Really? Stealth? Fuck. Well, I'm gonna take a little break. It said I've gone too close to the camp though. So I don't think it depends on someone seeing me, it's just... So I have to go around. Well... I guess I should go around this way. Oh, it's a dog or a wolf again. Nah, fuck it, I'm not going too close to the camp. Actually make the jump. Nah. Ooh. This crab just got wrecked. Oh, there's a wolf, okay. That is a spider. Hmm.
It's after me. I don't see anything. To wait a bit to de-aggro whatever is after me. Stuck on the battle music again. Yeah. Oh, okay. Guess whatever it was, it gave up. Ooh, boar. Das sieht schlecht aus. Hier ist niemand. Ich schlage vor, das schaut ihr euch selbst einmal an. Only stupid people call the Kabaet Garden Brew by its name. Okay. Wir nennen das Kabaeter Bier Ebru Kabaet. Sie wollten uns einen Hinweis geben, wo wir sie finden können. Keiner der Kanzlersoldaten hätte gewusst, wie wir dieses Bier nennen. Ich frage mich nur, wie wir das verstehen sollen. Schauen wir uns am besten hier um. Vielleicht finden wir ja noch einen Hinweis. Okay. Behind this rock? No. Another clue. Yeah, this is where the grass actually hurts, I guess. But I'm not turning it off. Didn't turn it off the whole playthrough, so I'm not turning it off now. I just need to search for another clue. Ich frage mich nur, wie wir das verstehen sollen. Schauen wir uns am besten hier um. Vielleicht finden wir. Let's light the fire. Na. Another clue. Just gonna search behind every rock. There's nothing around here. Let's go further. Is there any caves or something? No. I have no idea.
Dude, can you like help me searching or something? Ich frage mich nur, wie wir das. This guy is useless. I don't remember this at all. How far can I search? I'm basically at the village now. Where was it? Marnitz. I think I'm gonna give up and... Oh, hello. Quill emits a strange magic glow. I'm gonna ask that guy. But I suppose this is the right answer. Yeah, I'll just go for this, I guess. Spell has been added to your spellbook. I think it was sharpened senses. Maybe I missed it, not sure. Ich frage mich nur, wie wir das verstehen sollen. Okay, let's cast the spell. Yes. Oh, that's it. After me. Bad luck today.
I've done that. Now I have to find the spell again. Ah, okay. Escape. Well, it was cool for a bit, but I hope I never have to use that spell again. Dem Schöpfer sei's gedankt. Leutnant Trimak. Mein Hauptmann, was bin ich froh, dass ihr unsere Fährte verfolgen konntet. Wir mussten das Lager vor einigen Tagen aufgeben, aber alle sind wohlauf. Dann haben wir also genug Kampfkraft. Taranor wird in Kürze einen Ausfall starten. Und wir müssen dafür sorgen, dass der auch zum Sieg führt. Mit dem größten Vergnügen, mein Hauptmann. Los, Männer! Auf nach Karbeit! Auf zu Ruhm und Ehre! Für Taranor! We're getting too close to the camp again. Wow, Eterna Pakt, macht euch bloß fort. Seriously? You know we are allies. Asshole. Is clipped. Yeah, go without me. I'm gonna take a nap. 16 hours. It's about enough. Maybe one more hour. Gonna be enough to fight in the morning. Oh, this guy is actually really fast. That is nice. He doesn't get stuck somewhere. That would be unpleasant. Move. Guys can take care of it. Oh, not dogs, wolves. Yeah, I'm just gonna say these from now on. Yes, I fought. Fight. No, goodbye. These
Okay. Weiter jetzt! Schnell! Bevor die Soldaten aus dem Lager hier sind! Well, I guess we won. Given the chancellor's soldiers a really bad day. Ah, come on. It's a team kill. God damn it. Hat wenigstens ein Teil des Schreckens ein Ende. Geht ihr am besten zur Feste und berichtet Taranor von unserem Erfolg. Ich werde mich hier unten um die Dinge kümmern müssen. Okay. Epic Battle. Not bad quarters. Not bad at all. Missing a fortress here. Is it a gate? No. Oh, barracks courtyard. Okay. Oh, come on. I think this is the worst luck I've had so far. I'd say usually it's like maybe 1.5 crashes per hour. Which is bearable considering I
Usually only lose a few seconds, but... Been a lot more today. Keine Zeit, ich bin... Yeah, fuck you. Well, that is disappointing. Totally not worth the crash. Ihr gehört aber nicht hierher. I just saved you, asshole. Hallo. Möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern? Athletics. So nicht. Nee. How far am I to level? Do I see it in the diary? Yeah, pretty far. My chest. Seid ihr gekommen? Nope. Die schärfsten Schwert. How is my armor skill? Can I repair my shit myself? I have a disease. A disease that makes me stupid. Crafting 42. I need 50 to be able to repair my enchanted stuff. Anyway, need to cure first. Catharsis. Keine Zeit, ich bin im... Hey, ihr da. Komm doch mal einen Moment her, ja? Ja. Ein Fremdling. Ich vermute, ihr wart noch nie zuvor in Kabait gewesen und niemand hier kennt euch. Genau so jemanden habe ich gesucht. Wenn ihr Interesse an einer Aufgabe mit lukrativer Belohnung habt, dann folgt mir unauffällig. Ansonsten geht einfach weiter. Ja, okay. Sergeant Arma. Horny Arma. I like being able to cast in cities. Fuck Middle Realm. Oh, ihr seid wohl tatsächlich auf die Belohnung aus, wie? Umso besser. Nun, dann darf ich mich vorstellen. Feldwebel Arma, mein Name. Ich bin die Befehlshaberin der inneren Wache von Kabait und ich benötige jemanden, der einige Nachforschungen anstellt. Habt ihr schon vom Ebru Kabait gehört, dem Bier des Nordens? Unser Aushängeschild. Wir brauen es hier in unserer Stadtbrauerei. Oder besser gesagt, wir brauten. Denn der Braumeister, Elward, ist verschwunden. Bisher habe ich es geschafft, die Sache geheim zu halten. Denkt euch nur, wie diese Nachricht sich auf die Moral unserer Soldaten auswirken könnte. Sie sind tapfere, aber geschundene Männer. Nicht wenige von ihnen haben alles verloren. Haus, Hof, Familie. Das Bier und der Hass sind die wenigen Dinge, die ihnen noch bleiben. Deshalb kann ich unmöglich meine Männer damit beauftragen, den Braumeister zu finden. Früher oder später würde einer reden und dann wären wir empfindlich geschwächt. Die Zeit drängt. Wir müssen umgehend herausfinden, was mit Elward passiert ist und wo er sich befindet, bevor sich seine Abwesenheit herumspricht. Eure Aufgabe wird es sein, euch in die Brauerei zu schleichen. Wenn er entführt wurde, gibt es vielleicht Kampfspuren. Wenn er geflohen ist, hat er möglicherweise einen Brief hinterlassen.
Sobald ihr etwas gefunden habt, müsst ihr damit umgehend zu mir kommen, verstanden? Find a missing brewer. Los, geht zur Brauerei und... Okay, this is actually very important. Let's get right on that. Where is his house? Brewer of Kabaet. Should go to the brewery, look for clues. Which is... here. Okay. Who looted those guys? It was here, I think, but let's... Devastated Taverna. Or Tavern, I guess. These guys are pretty hardcore. Leaving bodies all over the place. Setting fire to the place as well. Ein unverschämtes. Bitte tut mir nicht. Okay. Ihr gehört aber nicht. I do not belong here. Just save your ass. Can you like look somewhere else, please? I don't even care. Ha! Have a bounty? I shouldn't have. I do. 2000. Meh. It's pocket change. Ich will keinen Ärger. Haltet ein! Ihr habt euch eines. Okay. This is like a backdoor to the city. Huh. Yep. Do I get the Easter egg? I guess I don't. Oh, hello. Bow of sparks. Garbage. Okay, get on the mission. Search for the brewer. Right after I visit this chapel. Oh, teleport platform, good to know. I already have the spell though. Okay.
Gay. Fuck you, Malfas. Lotas House. Actually, I thought this was the brewery, but I guess it's next door. Ooh. Haltet ein! Oh. Ihr habt euch eine. Ah, fine. Did I hear a rat? Thank you. Well, nothing special, I guess. Ooh, hello. I'm gonna consume it before he can get to me. Haltet ein! Yeah, yeah. See anything here? Shit happened here. Yeah, some roosters get slashed. Hello. Oh, I still think I can use this, of course. Okay. Telekinesis. Come on. That's very bad door design here. Door should never open into the hall. Always into the room. Hello. Remember that, kids. If you install a door. What did that lever do? Ah, okay. Marnitz amulet. Marnitz, this is the village. Yeah, that's this village. Okay. Let's take the amulet to the Horny Arma. A
Endlich seid ihr da. Habt ihr etwas gefunden? I have actually. Ach ja? Zeigt mir mal dieses Amulett. Hier ist das Wappen der Brauerei von Marnitz eingraviert. Das klingt reichlich obskur, findet ihr nicht auch? Unser Braumeister ist verschwunden und in seinem Haus finden wir ausgerechnet eine Spur, die erscheint mir reichlich konstruiert. Aber wenn wir keinen besseren Anhaltspunkt haben, müssen wir eben diesem nachgehen. Zumindest hätten die Marnitzer ein Motiv. Sie versuchen schon seit Jahren, unserem Elber das genaue Brauverfahren seines Bieres abzuluxen. Brecht also sofort nach Marnitz auf und seht, der Brauer in Marnitz heißt Korn. Am besten, ihr beginnt eure Nachforschungen bei ihm. Viel Erfolg. Okay. Yeah, I thought there was a brewery here. But I didn't remember that well. Anyway. Guess I'm going on a little trip. Which is gonna involve... Yeah, I'm probably gonna take like this route. I have everything discovered in this area, so... Just gonna go straight to the Marnitz. And then go on these paths to explore. Actually, I think I might go get rid of that army camp while I'm at it. Big hole. I didn't know there was carpet bombing involved here. Hello, can I go in? No. So I'm gonna have to kill these guys. Now you see me? You still do. Fuck. You like not see me? No? Yes? No? Anyone has a key from the door? That would be actually useful. Well, I guess I'm gonna have to jump in. Shouldn't be too hard for me. This should work.
Easy. Oh. These guys were bluffing. We constructed this huge army camp. It's actually empty. What's a key? Okay, take the tower out. Any one of these clowns has a key. The stars are just not aligned properly today at all. Can I wait? Okay, the music stopped. I'm gonna go inside the castle. So I'm not jumping over this wall. I'm pretty sure I get into it later during the main quest. However. Actually, oh hello. Too easy. Just gonna grab this and loot the castle. Even though I know I'm gonna get into the castle later. That's just too easy. I guess it's just empty now. Castle Darlan. Oh, hello! This is gonna be good fun.
my chest. Darlan teleport. Thank you. Acrobatics is just the best. Can I? No, I can take a buff. Best skill in the game, acrobatics. 100%. Oh, thank you. It's a teleport platform just for me. So later on, when I get a quest to conquer this castle, I guess I can just teleport inside. It's a proper inside job. What's on this wall first? Ah. Come on, where are all the Nerim symbols? Well, off to Marnitsa. Find the brewer. Wer seid ihr? Kommt ihr etwa aus Erotin? Gehört ihr zu den Soldaten? Well, it might intimidate him. Aber was wollt ihr denn noch von mir? Ich hab nichts mehr. Ihr habt mir doch schon alles genommen, zuletzt meine liebe Weib. Hört zu, vielleicht können wir eine Vereinbarung treffen. Wir beide zum gegenseitigen Vorteil. Was haltet ihr davon? Ihr helft mir, meine Waldraut von euren Freunden zurückzuholen, bevor die ihr was antun. Und ich gebe euch dafür mein allerletztes Bierfass aus meinem Geheimversteck. Na, was haltet ihr davon? Ein ganzes Bierfass nur für euch. Das klingt gut, nicht? Also, haben wir an... Ich weiß, wo diese Unmenschen sie hingebracht haben. Um sie dort... Oh Gott, nein, ich will gar... Na los, kommt! I guess I have no choice. Gorn the Brewer. I'll guess get on his good side and... He'll tell me about the... horrible murder he did to the other brewer. Ich würde für sie sterben! Ja! Sterben würde ich für sie! Who's a Waldraut? The soldiers like raping his daughter or something? Well, I doubt that. This game is too soft for this.
vorne! Die Höhle ist es! Hoffentlich sind wir nicht zu spät! Okay, disarm Middle Realm. Waltraud! Waltraud! Liebstes, wo bist du? Habt ihr das gehört? Okay. Waltraud! I suppose that's Waltraud. Da bist du ja! Wollten sie dich schlachten, diese Gauner? Keine Angst, jetzt bist du in Sicherheit. Ich danke euch für eure Hilfe. Und jetzt wollt ihr bestimmt euer Bierfass. Also dann, geht. Das habt ihr beim Karbeiter Braumeister gefunden? Und er ist weg, sagt ihr? Also, das ist aber eine sehr, sehr pikante Information. Ihr habt mir zwar geholfen, aber in Kriegszeiten muss man sagen, wo man bleibt. There's no way. Für 100 Geldstücke sag ich euch, was ich weiß. No way. Schon gut, schon gut. Bevor der Krieg losging, da habe ich einen Spion auf Elvard angesetzt, weil ich gehofft habe, so das Braurezept fürs Ebrukarbeit zu bekommen. Gleich danach sind die Soldaten einmarschiert, aber mein Spion konnte mir trotzdem Bericht erstatten. Das Rezept habe ich leider noch nicht, aber ich weiß, dass Elvard nichts lieber wollte, als aus der Stadt zu verschwinden. Die Belagerung hat das jedoch verhindert und außerdem hätten die Karbaiter ihn niemals gehen lassen. Da hat er was ausgeheckt. Wisst ihr, die Karbaiter werfen gelegentlich ein großes Fass mit totem Viehzeug und so, halt allem, was Krankheiten verursacht, über die Mauer in den Fluss. Die Fässer stinken irgendwann so sehr, dass die Soldaten da draußen sie nicht anrühren. Sie schwimmen ganz gemütlich flussabwärts, bis in die Nähe von Erutin. Elvard hat sich also eine seiner leeren Bierfässer geschnappt und hat es wie so ein Seuchenfass aussehen lassen. Dann hat er ein paar Idioten dafür bezahlt, dass sie das Fass über die Mauer werfen. Mit Elvard drin. So wollte er nach Erutin. Und um es wie eine Entführung aussehen zu lassen, hat er dieses Amulett hingelegt. Er konnte ja nicht wissen, dass ich ihn beobachten lasse. Jedenfalls weiß ich, dass er mit seinem Fass in Erutin nie angekommen ist. Das hat mein Spion gesagt, denn der wollte Elvard dort eigentlich abfangen. Also muss das Fass irgendwo hängen geblieben sein. Reicht das? Mehr weiß ich wirklich nicht, bei meiner Power-Ehre. Jetzt entschuldigt mich. Ich muss zurück ins Dorf. Meine Waltraud ist sicherlich noch ganz verstört. Okay. I guess Waltraud gets to live. I do like pork, though. So the master brewer is a traitor. Failed the people in his city. Where am I? Okay. I knew this was looking familiar. And he like went into a barrel that was flowing from Kabayet downstream, so this way I guess. He hit in a large barrel which was thrown over the wall into the stream. He never arrived in Erutin. Okay,
teleport to Kabait and follow the stream. Okay. Sounds easy enough. Let's just this way first. Fuck! Okay. Today is not a good day. My Nerim is acting up. Check this path first, then the other one. Oh, maybe I should have placed a mark there, but well, there was a barrel, it would have gotten stopped here. Giants. Well, that's my next stop. Check the other. After me, that guy, it's a giant, it's a nearly dead giant. It's not there. I was there already. I didn't see any barrels. Maybe it appeared when the quest got triggered. Let's check this way though. Or is it just another waterfall? Yep. There's nothing here. Guess I'm going down. Actually, I'm just gonna make a mark here because there might be some troubles to get back up again. Alright, I guess I could use this path. Giants were around here. Yeah, okay. I don't need to mark this place.
Ah, hallo! Hallo! Ist da jemand? Hilfe! Bitte, ich stecke hier drin fest. Der Deckel ist verklemmt. Sucht nach einer Schaufel oder einer Hacke. Damit könnt ihr den Deckel aufbrechen. Bitte, beeilt euch! Yeah, I have both shovel and a pickaxe. Ah, endlich frische Luft. Ich danke euch. Wisst ihr, ich war gerade auf dem Weg in östliche Richtung, als mich ein paar Soldaten geschnappt und in dieses Fass gesteckt haben. Verrückte Geschichte, wirklich. Aber jetzt muss ich schleunigst weiter. Yeah. You are a traitor. Oh, ihr wusstet? Was genau? Fliehen? Also nein, das ist doch nicht korrekt. Ach, verdammt, warum musste sich dieses elende Fass auch am Ufer verfangen? Ja, ich wollte raus aus Kabait, weg von den Kämpfen und all dem Leid. Ich war so schrecklich müde vom Krieg. Könnt ihr das denn nicht verstehen? Könnt ihr mich jetzt nicht einfach gehen lassen? Yeah, I'm gonna report this asshole. People of Kabait need their beer. Everyone needs their beer. He is a public servant and he betrayed the public. Maybe this might work better. I guess he won't have any reason to go back if I report him anyway, so let's try intimidating him into going back. Aber dann war ja alles umsonst. Und ich muss in dieser elenden Stadt bleiben. Ganz abgesehen davon, wie gefährlich es ist, überhaupt erst wieder nach Kap. Yeah, I mean, this is the right direction. But I don't think you can, you know, swim into the rock. Verschwindet! Euch habe ich es zu verdanken, dass ich hier bleiben muss. Ich habe nichts mehr mit euch zu Could maybe kill this guy right here. But then the people of Kabait wouldn't have their beer, so it better be good. Ooh, there is a ruin. Okay, I'm gonna check this ruin. Mark it here and then go up the trail. That's the plan. Fuck, I nearly killed myself. Reflecting is cheating. Ha! Nope. You deserved this. Damn. It's a pretty damn big dam. One shot, please? I don't think so. Nah. Close though. Pretty darn close.
Replicas are light immune. Shadowborn. I hate it when I have to choose which way. Yeah, it can be anyway, really. Try the other way first. No. They both lead somewhere, it's a problem. Way. I don't see anything here though. Guess I should have gone the other way. The boss I see here.
It is. It was. I think I had have all of these, but well, I guess I'll see. What? Thank you. Okay, so this guy is making mana here or something. It is a mana forge. And I can get out of here. Oh, I can, okay. No, I can't. Actually, yes, I can. Because I just clipped into this wall. So. Can I free myself without cheating? Yep. Acrobatics OP. Anyway. And the door is open from a remote control. The temple symbol was down here, I think. I wonder if I have to go from the bottom entrance and get up there too. Yeah, I'm gonna try that. This way, I think. Yeah. Damn, it's nice. I was somehow stronger than the others, which is weird because it was the same XP. Oh, okay. So I was here. Okay. Well, I was hoping for a bit bigger dungeon. Ooh, hello. Fire Ruby. Okay, so that's this dungeon. Complete. Let's go pound the giants. There's a cool bridge. Even the deer thinks so. Oh, come on. Ah. Oh, he's going for the deer. Ha! Dumbass. Nah.
Okay. I love sniper shots. Headshot. Perhaps. Gender this guy was. Well, I just called him a guy, but I guess he isn't around to complain anymore. Maybe too high. Nah, it was a headshot. This guy has more HP. Geralt's axe. That is garbage. Geralt with an axe. Just a scaled up dude, he has the same weight, just lift him. Okay, Geralt of an axe. Tell me, do you like rolling down the hill? This is a bad spot too. Let's see. Yeah, there's the freaking rogue here. Actually, pretty nice. Geralt is full of disappointment. Continues this way.
Well, time for a save. Actually, I can just go to the... What's his name? Taranor. And finish the quest. Okay. So maybe mark this place as well. And I can continue. Well, not as well, because I can only have one mark, but... I tend to mark a lot of stuff. Yeah, I think that's it for today. See you in the next one.